Also erstmal kräftige Woche und Klinikspunkte sind zu Hause, zeigt euch noch schönes Brot. Wir schauen das mal ein. Dann hat man den Finger aufs F9 und drückt das ganz wenig, bis man zu dem kommt. Dann geht man aufs Boot vom FI-File. Dann ist es, glaube ich, das zweite USB. Und dann muss es das F-Verzeichnis haben. Weil wenn man jetzt aufs dritte geht, jetzt kein FI, dann kann man mit Escape nochmal zurück. Also man muss da aufs zweite, dann FI, und Debian und dann der Group 64 und dann dann hat man morgen gerechnet, das ist Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wenn man rückkommt, funktioniert sogar das Wi-Fi, direkt Network, Android auch hier, wie man schon gesagt. Wieso habe ich denn nicht gemacht, weil ich dort bin ich allein. Und das scheint zu funktionieren. Dann kann man Windows-Taste drücken und Programm starten, indem dass man Buchstaben gibt. Dann ich mag es im Normalfall, wenn es dunkel ist, ich kann es dann besser lesen. General Dark. Dann mache ich zu, das heißt Switch User. Das Root-Passwort ist im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, da sage ich auch User Fabienne. User F, User. Was ist das schlecht? Das nimmt man auf. Yank 2.1. Ups. Mind sciences. Mind sciences. Mind sciences. Mind sciences. Mind sciences. Ja. Ich bin wieder der Pädophile, der Terrorist, wie jedes Mal, wenn ich da bin.
es ist jetzt ein bisschen langsamer, als wenn es auf der Festplatte wäre. Das ist hier auf dem Stick drauf. Also das kann man grundsätzlich in einem anderen Computer brauchen. Sicherung von dem Zeug gemacht. Was ist denn da fertig mit dem Update? Ja, dann haben wir das etwas für Users. Dann haben wir so, wie es aussieht, den Benutzer gewechselt. Users, User. Aber ich sehe das auf der Kamera. Also inzwischen ist das Root-Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kann ich es noch wieder ändern. Den Laptop noch wieder vorbeibringen oder ob es mich auch in die Isozelle sperren. Okay, bis dann. Also ich bin da, das Ding ist immer noch am installieren. Windows kannst du normal starten, wenn das Stick drin ist.
Oder wenn du F9 drückst, dann kannst du normal starten. Es lohnt sich sowieso mit Windows umzuspielen, mit Linux umzuspielen. Man lernt Konzeptwissen und nicht Produktewissen wie bei Microsoft. Zumindest auf der technischen Ebene. Und ja, ich lasse das Video mal auf YouTube auf, dann müssen wir nicht grosse Dateien nochmal schicken, dann kannst du es dort anschauen. Okay, bis. Yes.